Hallo und herzlich willkommen zu einer Rezension, nämlich zu dem Buch Zero. Sie wissen, wer wir sind, wo wir sind und was wir als nächstes tun werden. Vielen Dank zuerst einmal an den Blanc Vallée Verlag für dieses wunderbare Vorab-Exemplar von diesem fantastischen Roman. Schon vorab, er kriegt 5 Sterne. Fangen wir vielleicht mal damit an, wie ich zu dem Buch gekommen bin. Und zwar habe ich gerade mal wieder am iPad durch die Neuerscheinungen gescrollt, gerade bei Blanc Vallée jetzt. Ich ziehe dazu auch immer mal wieder Lovely Books zu Rate, was man mal wieder rezensieren könnte. Und dann kam oben gerade von, ich glaube, es war Spiegel Online, also eine Push-Nachricht oben rein, mal wieder etwas zur NSA-Krise. Krise, kann man glaube ich so nennen. Und dann sah ich dieses Buch Zero und da stand was von wegen Datenspionage und so und mir war irgendwie sofort klar, das passt jetzt gerade, das muss ich lesen und das muss ich rezensieren. Und genauso ist es gekommen. Ich habe das Buch mir gleich zuschicken lassen. Ich habe es innerhalb von 3 Tagen durchgelesen und ich war absolut begeistert. Worum geht es in dem Buch? Es geht um die Journalistin Cynthia Bonsant. Sie ist Engländerin in London für eine relativ mittelständige Zeitung. Und die Zeitung verteilt auf einmal an alle Mitarbeiter diese neuen Datenbrillen. So wie es sie jetzt auch in echt gibt. Google Glasses heißen sie bei uns. Im Buch haben sie ähnliche Namen. Diese Journalistin leiht diese Datenbrille, weil sie nicht so recht weiß, was sie damit anfangen soll. Gesichtserkennung und so ist ja hübsch und nett, aber soll eine Frau Mitte 40 damit? Ihre Tochter, die spielt mit ein paar Freunden damit rum und schließlich gibt es einen Unfall. Die Brille zeigt einem der Freunde an, dass vor ihm ein gefährlicher Straftäter über die Straße läuft und motiviert ihn dazu, diesen Straftäter zu verfolgen. Auf einmal rät die Brille ihm dann davon ab, der Straftäter dreht sich um und erschießt diesen Jungen. Drama mitten in London. Jetzt geht es natürlich darum, welche Schuld hat diese Brille daran, diese Datenbrille mit dieser Gesichtserkennungssoftware. Und dann taucht da auch noch ein Aktivist auf, Zero, von dem das Buch dann auch den Namen hat. Er verübt eine Art Videoangriff auf den Präsidenten Amerikas und publiziert immer Videos, in denen er dafür wirbt, dass man Datenkraken, wie es heute Google ist, zerschlägt und wieder alles in die Hände des normalen Menschen übergehen lässt und dass er nichts von diesen ganzen Digitalisierungen hält, diesen Datenbrillen und so Sachen. Es entwickelt sich dann weltweit eine wilde Jagd auf diesen Aktivisten. Amerika jagt ihn natürlich als Terroristen, weil er den Präsidenten angegriffen hat, indem er Videos von ihm gemacht hat mit Hilfe von Drohnen. Und diese Zeitung von Cynthia Bonsant, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, mir ist es nicht ganz klar, was für einen Nationalität, also Abstammung der Name jetzt hat, ich nenne ihn jetzt einfach so, verfolgt ihn auch bis nach Österreich, nach Wien und es entwickelt sich ein wildes Jagd auf ihn. Es tauchen noch andere Firmen auf, die irgendwie auch etwas mit dieser ganzen Sache zu tun haben und es gibt eigentlich kein Entkommen aus der digitalen Welt. Die Firmen wissen immer, was du machst, sie wissen, was du als nächstes tun wirst und sie können dein Verhalten vor dir herausrechnen. Dieses Buch hat mich so unglaublich gepackt, weil es so ein topaktuelles Thema ist, das jetzt auch in den nächsten Jahren so kommt. Wie ich gerade schon gesagt habe, mit diesen Google Glasses kommt es genauso, wie es in diesem Buch beschrieben wird. Diese Software, gerade für Polizei, dass sie vorher berechnen können, Computer anhand von sozialen Profilen und so, wie sich Täter verhalten, gibt es auch jetzt schon. Auch das ist in dem Buch so ein großes Thema und so toll aufgegriffen. Ich möchte es euch ganz eng ans Herzen legen. Es bekommt einen Sonderplatz in meinem Regal. Es ist eines der besten, das ich bisher gelesen habe. Ich bin schon absolut gespannt, ob sich das in 10 Jahren genauso zutragen wird wie in dem Buch. Es hat etwa 500 Seiten aus dem Blanc Vallée Verlag von Mark Elsper. Zero, Sie wissen, was du tust. Ein Roman, kommen wir vielleicht noch ganz kurz zum Cover, was man jetzt wahrscheinlich auf dem Video nicht sehen wird. Da sind Computercodes drin, dieses 011011100000. Selbst ist es jetzt nicht so interessant, bildet aber dann einen ganz tollen Kontrast zu diesem Schriftzug Zero. Und auch hier hinten drauf sieht es wirklich gut aus. Was praktisch ist an dem Buch, ist dieses Lesebändchen, auch passend zum Umschlag, schön schwarz.
Hier drin haben wir es auch schon mit diesen Zahlen. Sieht man wieder diese Zahlencodes. Gut, ansonsten keine Besonderheiten jetzt darin, nicht irgendwie irgendwas ganz Besonderes vom Schreibstil her, einfach etwas Angenehmes, etwas hat etwas von einer Dystopie und ist auf jeden Fall ganz, ganz toll zu lesen. Ich hoffe, ich konnte euch dieses Buch etwas näher bringen. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag und vielleicht sehen wir uns bald wieder. Bis dann, tschüss!